Hallo Hertha-Fans und herzlich willkommen nach dem 1:1 gegen den FK Östersund, dem letzten Spiel in der Gruppe der UEFA Europa League. Tino, wie geht's dir jetzt mit diesem Ergebnis? Ein bisschen Enttäuschung ist natürlich da. Wir wollten uns mit einem Sieg unbedingt verabschieden. Ich denke, man hat auch gesehen, dass wir so ins Spiel reingegangen sind. Nichtsdestotrotz, ich denke, mit dem Ball haben wir sehr, sehr gute Ballstaffetten gehabt und auch oft durch die Linien durchgekommen bis zum 16er und auch oft dann vom Tor hat das letzte bisschen Glück gefehlt, aber gegen den Ball, glaube ich, hätten wir uns noch ein bisschen verbessern müssen, dass wir mehr Druck vorne erzeugen und nicht so leicht auskontern lassen, weil dann im Endeffekt eher die letzte Reihe und auch eventuell 1, 2, 6er dann allein gelassen werden. Aber trotzdem, für die junge Mannschaft heute war das natürlich ein Erlebnis und auch nochmal cool, international zu spielen. Wie gesagt, es wäre schöner gewesen mit einem Sieg. Du hast es gesagt, es war heute eine sehr, sehr junge auf dem Platz, mit dir natürlich auch. Wie haben die Jungs sich so geschlagen, deiner Meinung nach? Ja, ich kann mich auch noch an meine ersten Einsätze in der Europa League erinnern, mit 18. Man ist vor dem Spiel sehr aufgeregt. Wenn man am Platz steht, geht es dann einigermaßen. Man ist sehr, sehr motiviert, deswegen vielleicht auch ein wenig unruhig, aber das ist ganz normal. Hauptsache, die Jungs wissen, was ihre Aufgabe ist und kämpfen. Die nötige Ruhe und die Erfahrung kommt dann später auch. Das ist ein Lernprozess, der hört, glaube ich, die ganze Karriere nicht auf. Und ja, es ist einfach gut zu sehen, dass wir hier auch auf die Jugend setzen und dass wir trotzdem auch gegen eine schwedische Top-Mannschaft nochmal den Ausgleich machen haben können. Und auch für den John hinten freut es mich, dass er einen Elfmeter halten hat können. Ist super Geschichte für ihn auch noch. Vielleicht kann man ja doch noch irgendwie was Positives aus dem Spiel gewinnen für die Zukunft. Genau, viele schöne Momente, aber positive Momente gibt es sicherlich trotzdem auch ein Stück weit aus der Europa League. Was nimmt man mit für Erfahrungswerte? Ja, sagen wir mal so allgemein, die Erfahrung natürlich. Das war jetzt das erste Mal für sehr, sehr viele hier in der Europa League. Dann sieht man, dass an Kleinigkeiten oft gemessen wird, ob Erfolg oder Niederlage. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen und einfach probieren, in der Bundesliga anzugreifen, um vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr wieder mal international zu spielen. Das wird das Ziel sein. Wie gesagt, jetzt ist einfach die Phase, wo wir sehr, sehr viel investieren, die Basis schaffen wollen und auch viele Junge integrieren. Und ich denke, dass Berlin sich auf eine gute Zukunft freuen kann. Denkst du, man kann jetzt in der Bundesliga auch noch mehr Energie erwarten, weil jetzt diese Doppelbelastung eben wegfällt? Ja, natürlich. Ich weiß nicht. Also ich bin natürlich die Doppel-Dreifach-Belastung jetzt aus den letzten Jahren gewohnt. Deswegen ist das für mich jetzt persönlich nicht so eine Ausrede. Aber klar, wenn es für viele das erste Mal war, merkt man da sicher einen Unterschied. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt gut, dass man die ganze Woche zum Training nutzen kann, dann ein Spiel hat, da voll alles reinhauen kann. Und wie gesagt, da ist natürlich auch nur ein Spiel in der Woche. Das heißt, der Konkurrenzkampf wird auch nochmal hochgeschraubt, weil jeder unbedingt spielen will, natürlich seine Chance haben will. Und das steigert natürlich die ganze Qualität der Mannschaft. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Tino, vielen Dank. Maxi, heute 1:1 gegen Östersund im letzten Gruppenspiel der UEFA Europa League. Wie fällt heute dein Fazit zum Spiel aus? Ja, also es war ein schweres Spiel. Die Wetterbedingungen und auch die Platzverhältnisse waren nicht optimal. Aber wir haben uns gut drauf eingestellt. Wir haben versucht, Fußball zu spielen und wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Ich denke, wir haben unglücklich das 1-0 kassiert. Wir waren eigentlich die ganze Zeit am Drücker. Es war jetzt nicht abzusehen, dass wir uns hinten reinfallen lassen haben und dann den Rückstand kassiert haben. Aber wir haben gut drauf reagiert, haben versucht, weiter Fußball zu spielen und haben dann auch verdientermaßen den Ausgleich gemacht. Und ja, ich denke, so kann man die Europa-League-Saison beenden, auch wenn es jetzt kein Sieg war. Wir haben trotzdem nochmal alles gegeben und mit den Fans im Rücken, denke ich, ein ganz ordentliches Spiel abgeliefert und waren dann auch dran, noch das 2-1 zu machen. Und von daher war es ein gutes Spiel von uns. Und auch eine gute Moral mit vielen deiner guten Freunde. Das war ja heute wirklich eine extrem junge Truppe auf dem Platz. Was sagst du zu den Leuten, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung haben wie du? Ja, es war auf jeden Fall super. Ich meine, wenn wir Jungen auf dem Platz stehen, wir verstehen uns natürlich immer super. Wir kennen uns schon so lange, seit den U-Mannschaften haben viele Jahre zusammengespielt, waren auf derselben Schule. Also wir kennen uns in- und auswendig und das, denke ich, zeigt dann auch auf dem Platz, dass wir uns gut verstehen. Und ja, die haben es auf jeden Fall gut gemacht, wir jungen Spieler. Und es ist natürlich nicht einfach, so ein Europa-League-Spiel auf internationaler Ebene. Aber ja, für uns junge Spieler war es natürlich eine super Erfahrung und deswegen nehmen wir nochmal gerne den Punkt mit. Natürlich toll, euch alle auf internationaler Bühne zu sehen. Für dich ging es heute wieder ins linke Mittelfeld. Wie kommst du jetzt mit dieser Rolle zurecht? Das ist ja jetzt nicht das erste Spiel, sondern schon das dritte, vierte, dass du auf dieser Position spielst. Ja, also heute war es eigentlich eher solche Defensivaufgaben erfüllen, aber ich habe natürlich versucht, auch offensive Akzente zu setzen, habe dann zum Glück auch das 1-1 vorbereitet und natürlich auch ein super Pass von Palko da, also der war auch nicht einfach zu spielen und ja, also es ist natürlich, wo mich der Trainer aufstellt, da spiele ich und ich versuche auf jeder Position, wo ich spiele, dem Team zu helfen und ja, egal wo der Trainer mich aufstellt, einfach versuche ich immer alles zu geben, um der Mannschaft zu helfen. Macht dir das trotzdem gerade mehr Spaß, kann man sagen, als linker Verteidiger?
Ja, so kann man es nicht sagen. Also, ist schwierig. Also, da, wo mich der Trainer aufstellt, wie gesagt, da spiele ich. Und jetzt, wenn man die letzten Spiele offensiv spielt, dann gewöhnt man sich natürlich an die Position. Wenn ich jetzt viele Spiele auf der linken Verteidigerposition gespielt hätte, dann wäre das natürlich anders. Aber ja, wie gesagt, ich versuche auf jeder Position mein Bestes zu geben, um dem Team zu helfen. Die Ergebnisse sprechen für sich. Machst eine sehr gute Figur da vorne, Maxi. Vielen Dank. Das ist der Held hier. Jonathan, let's continue this right away. You had a great game today for you. It was the first time in the starting 11 and then debuting in the UEFA Europa League. That must have been phenomenal for you. No, it was definitely crazy. I don't really know how else to describe it. Yeah, I mean, first starting 11, Europa League, the whole thing, it was just crazy. I honestly don't know what to say right now, yeah. What went through your mind when Paul told you that you were going to be the starting goalkeeper for this match? At the time, I was just nervous. Mm. You know, there's a couple of days before the game, and you just start thinking, you start overthinking, I didn't know what to think and stuff like that. I called my dad, you know, I told him, and he calmed me down a little bit. And after that, you know, I was good, I was fine, and then started to get settled down a little bit. So, can you describe to us what that moment was like leading up to the penalty as well? The guy standing in front of you. You know, it was funny, right before the game, we didn't actually go over the penalties until right before the game. Right. And it wasn't really a thing that we thought would happen, mm-hmm. but obviously you have to prepare for the worst, and we were just like, okay, yeah, why not? Let's just review the penalties. Mm-hmm. And you saw the little dots and where he missed, where he made and stuff like that, the different players. And I just told myself, look, most of these guys go left, so you know, if I go and I have a feeling he's going left, just go. You have to go 100% to that corner, and it worked. So. And it worked indeed, and that saved the point. So that must make you feel very special. We just saw Maxi Mittelstädt was incredibly proud of you as well. What about the other players as well? No, it was great having them come up to me after the game, getting my first game. You know, it's a whole different atmosphere. You know, if you're a third goalkeeper and you don't play that much, you play in the second team. You know, I have a lot of close relationships with the second team guys, and then to get this win, you know, you saw them and you saw that they were, you know, grateful for that save and they were just happy for you and for the team, and it was really nice to see. Yeah. An unforgettable first game for sure. Are these the games that you came to Hertha BSC for? Of course. I mean, Europa League. It's crazy. Yeah. Definitely. So we look forward to many more games just like that. Great save, Jonathan. Great game. Thank you very much.